Mehr Personal, bessere Ausstattung. In den Wahlprogrammen der Parteien spielt das Thema Polizei eine große Rolle. Aber wie sieht es eigentlich aktuell hier bei uns vor Ort aus? Der 1. Oktober spielt da wie immer eine große Rolle. Das ist der Tag, an dem offiziell die neuen Beamtinnen und Beamten ihren Dienst bei der Polizei aufnehmen. Was sich in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont-Holzminden in diesem Jahr tut, weiß Inspektionsleiter Ralf Leopold. Wir bekommen dieses Jahr 25 neue Vollzugsbeamtinnen und Beamte, überwiegend aus der Polizeiakademie, also ganz junge Menschen, die zu uns kommen, die hoch motiviert sind, gut ausgebildet sind und jetzt endlich ihr Können mehren und unter Beweis stellen wollen. Und zusätzlich bekommen wir auch noch einen IT-Experten für die Datenverarbeitungsgruppe, also 26 neue Menschen ab Montag bei uns in der Inspektion. Was heißt das im Vergleich zum Oktober letzten Jahres? Wie ist da die Entwicklung? Es ist so, dass wir dieses Jahr 4 Kolleginnen und Kollegen mehr sind zum 1.10. als letztes Jahr, sodass ich sehr zuversichtlich jetzt ins neue Jahr gucken kann. Wir haben eine bessere Ausgangsposition, wir sind personell besser aufgestellt als letztes Jahr. In den letzten 4 Jahren hatten wir immer so um die 356 bis 58 Menschen. Im letzten Jahr hatten wir 4 weniger. Und dazu kamen dann eben auch viele Pensionierungen und Landeswechsel im Laufe des Jahres recht früh, sodass wir da doch durchaus in einer Engpasssituation gekommen sind. Der Personalstand von früher als vor 5, 6 Jahren ist mit den Neuzuweisungen aber noch nicht wieder erreicht. Nein, das ist er noch nicht. Vor 5, 6 Jahren hatten wir noch mehr Vollzugsbeamtinnen und Beamte. Es sind durch Zentralisierung vor 5 Jahren ungefähr doch viele Stellen an Zentralstellen gegangen, Landeskriminalamt, Polizeiakademie und die zentrale Polizeidirektion. Und das ging auch zu unseren Lasten damals. Daraufhin wurden sich ja die Aufgaben nochmal angeguckt, welche Aufgaben sind für uns zwingend, wo müssen wir welche Aufgaben wahrnehmen, sodass wir auch mit dem geringeren Personalstamm noch in der Lage waren, hier den Bürgerinnen und Bürgern ein fundiertes Maß an Sicherheit zu liefern. Also in den letzten Monaten ist es teilweise schon sehr eng gewesen. Krankheitsvertretungen, die nicht mehr möglich waren, oder die Verfügungseinheit mit ihren 10 Beamten zum Beispiel, die im Einsatz im Streifendienst aushelfen mussten. Können Sie diese Notmaßnahmen denn jetzt wieder zurücknehmen? Ja, wir werden diese Maßnahmen zurückschrauben. Also das ist ein Stück weit ein Notstand gewesen, aber es ist für Polizei auch nicht ungewöhnlich, dass sie Kräfte umgliedert. Und das ist auch meine Aufgabe als Inspektionsleiter, zu gucken, wo sind die Schwerpunkte. Und die Schwerpunkte sind natürlich auch im Einsatz- und Streifendienst, in der rund um die Uhrversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen haben wir umgegliedert. Das ist jetzt nicht so eine völlig Ausnahmesituation, aber in der Tat war das ein Engpass, wo ich reagieren musste. Das werden wir jetzt zum 1.10. zurückschrauben. Wir werden im Wesentlichen die Organisation wieder in ihren normalen personellen Stand versetzen, damit sie ihre Kernaufgaben in ihrem Bereich auch wahrnehmen können. Diese 10 Kolleginnen und Kollegen der Verfügungseinheit werden jetzt ab 1.10. auch dort wieder tätig sein. Also wir können das so zurückschrauben und von daher sind wir jetzt gerade in den nächsten Monaten sehr gut aufgestellt. Was heißt das konkret? Es wird ja trotzdem wieder Pensionierungen geben oder andere Ausfälle, Krankenstand, Stichwort Elternzeit zum Beispiel. Also wir werden auch im nächsten Jahr insgesamt 18 Kolleginnen und Kollegen durch Pensionierung verlieren dann. Das wird in den nächsten Jahren eh eine recht hohe Zahl sein, weil die geburtenstarken Jahrgänge, die kommen eigentlich erst noch, die 60er Jahrgänge. Das ist also eine recht hohe Zahl, aber bis zum Juli sind es nur 8 und die meisten sind in den letzten 2 Monaten. Das heißt, das ist dann leicht zu verkraften für uns. Also wir gehen bis Juli davon aus, dass 8 in den Ruhestand gehen. Das kann gut aufgefangen werden, dass wir einen großen Anteil an überwiegend nach wie vor Frauen haben, die Teilzeit arbeiten. Das haben wir von vornherein aber bei diesen Berechnungen immer mit drin. Das heißt, mit Blick auf die tatsächlichen Vollzeitstellen, also Arbeitsstunden, wie sieht es da aus? Wir haben eingangs ja nur von den Personen gesprochen. Das sind 360 Menschen. Vollzeitstellen sind das 344. Den Begriff nehme ich nur nicht so gerne. Das ist aber tatsächlich diese in Anführungsstrichen Recheneinheit, die da verwendet wird, weil das ist das Netto, was an Arbeitskraft da ist. Das sind 344, aber auch das liegt über 5 höher dann als letztes Jahr, weil sich das eben immer ein bisschen verschiebt. Manche machen Teilzeit mit 30 Stunden, manche mit 20 Stunden und das verschiebt sich auch mal. Aber das ist der Stand. Also unterm Strich, können Sie zufrieden sein mit den Zuweisungen in diesem Jahr an die Inspektion? Mit der Verteilung schon, mit dem Personalstand kann man fast nie zufrieden sein. Die Verteilung ist wirklich sehr gerecht gelaufen. Das wird ja mittlerweile sehr, sehr transparent gemacht. Das ist nachvollziehbar für jeden. Und wir haben unseren Bedarfen gemäß auch entsprechend Personal bekommen.
Unterstützung für die Polizei in Hameln, Pyrmont und Holzminden. Offiziell zum 1. Oktober nehmen die Neuzugänge ihren Dienst hier vor Ort auf. Und das waren Informationen dazu vom Inspektionsleiter Ralf Leopold. Die Situation der Polizei im Weserbergland ist übrigens auch Thema morgen in unserer Sendung nachgefragt. Dann auch aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei. Hören Sie morgen am Sonntag ab 10 Uhr hier bei Radio Aktiv.